Hallo, ich bin Luna. Mein größter Wunsch ist es, ein Pferd zu besitzen. Hier in Meadowcroft haben fast alle Mädchen aus meiner Schule ein Pferd, da die Reitschule nur 5 Minuten von der Schule entfernt liegt. Bei dem Thema Pferd geht es meinen Eltern nicht ums Geld. Meine Eltern und ich sind reich. Wir haben 3 Reithallen und ein riesiges Anwesen in Meadowcroft. Meinen Eltern geht es darum, dass sie selber keine Erfahrungen mit Pferden gemacht haben. Also keine Ahnung haben. Sie wollen keinem 12-jährigen Mädchen ein Pferd kaufen, wenn sie nicht selber über Pferde Bescheid wissen. Sie haben Angst, dass ich mich dabei verletze. Jeden Tag, wenn ich auf den Bus warte, sehe ich glückliche Mädchen auf ihren Pferden. Das macht mich so traurig. Meine beste Freundin Violet hat eine Stute namens Star. Manchmal darf ich mit den beiden spazieren gehen, aber es ist immer noch nicht mein Pferd. Während alle anderen auf ihren Pferden reiten, darf ich mich ab und zu mal um das Schulpferd Sundance kümmern. Sie ist schon zu alt, um sie zu reiten, aber manchmal gehe ich sie putzen. Jedes Mal, wenn ich am Paddock vorbeikomme, sehe ich, dass wieder jemand ein Wildpferd gefangen hat. Diesmal war es ein wunderschöner Pegasus. Hier in Meadowcroft wimmelt es nur so von Wildpferden. Aller Art. Manchmal stehe ich in der Halle und gucke den Reitschülerinnen und ihren Pferden zu, wie sie Reitstunden machen. Ich wollte zu Vanessa, meiner Reitlehrerin, und sie fragen, ob ich vielleicht doch mal auf Sundance reiten könnte. Sie sagte mir, dass Sundance wirklich zu alt zum Reiten ist, aber sie könnte mir ein Schulpferd anbieten, was ich dann pflegen und reiten dürfte. Ich fand die Idee super und stimmte sofort zu. Ich war so aufgeregt. Endlich durfte ich reiten. Am nächsten Tag durfte ich mir ein Pferd aussuchen. Die Pferde waren alle wunderschön und ich guckte sie mir ganz genau an. Ich entschied mich für Pinkelo und sattelte ihn auf. Da sonst niemand Pinkelo reiten wollte, weil er so störrisch war, wusch ich ihn erstmal, weil er sonst immer in seiner Box stand und ziemlich schmutzig war. Als erstes ging ich mit ihm ausreiten. Es war wunderschön. Er ist echt ein wunderbares Pferd. Als ich dann zur Reithalle ging, wollte ich mich den Schülern, die Reitunterricht machen, anschließen. Die Schülerinnen waren alle sehr nett. Vor allem freundete ich mich mit Holly Foxy an. Der Reitunterricht war einfach nur toll und es machte mega viel Spaß, mit Pinkelo zu reiten. Pinkelo und ich, wir sind unzertrennlich geworden. Wir sind und bleiben für immer beste Freunde. Schon bald stellte sich heraus, dass Pinkelo ein talentiertes Turnierpferd war, vor allem im Bereich Dressur. Schon bald waren wir auf der Reitakademie in Meadowcroft die besten Dressurreiter. Und alle anderen Mädchen waren eifersüchtig und ärgerten sich, dass sie Pinkelo davor nie reiten wollten. Und auch wenn Pinkelo immer noch nicht mein Pferd ist, bleiben wir immer beste Freunde und verstehen uns super. Hallo meine Lieben, falls ihr bis hier geguckt habt, wollte ich mich bei euch nochmal ganz herzlich für 200 Abonnenten bedanken. Danke Leute für alles.